Der Netliner kommt jetzt auch in Rötschen. Und zunächst in einer Testphase, so wie damals auch beim Start in Monschau 2016. Ab Montag, dem 18. Oktober, kann mit dem Netliner kostenlos gefahren werden. Der Rufbus verkehrt täglich ohne festen Fahrplan in vorgegebenen Zeiten. Zusätzlich erfolgen die Fahrtstrecken zum Angebot der Linie 64. Neben den Haltestellen in Rötschen selber gibt es auch verschiedene Haltepunkte und Spots in Rott und Mulatshütte. Bei einer ersten Probefahrt überzeugte sich Rötschens Bürgermeister Jorma Klaus von den Möglichkeiten des neuen Nahverkehrsangebotes, auch in Hinblick auf die Erreichbarkeit abgelegener Bereiche des Gemeindegebietes. Bereiche unserer sehr flächigen Gemeinde ja gar nicht in der Lage war zu erschließen. Und mit der Einführung des Netliners beheben wir das. Insofern freue ich mich auch über die heutige Route, die wir nehmen, weil wir tatsächlich in Bereiche von Rötschen fahren, die noch nie ein Bus gesehen haben. Die beiden Netliner-Busse bieten 11 Sitz- und 10 Stehplätze sowie Platz für Rollstuhl und Kinderwagen. Der Netliner ist über die MOVA-App online oder telefonisch buchbar. Und das funktioniert so wie... Wie man das vorher vom Taxi vielleicht gewohnt ist, das ist ja so die Symbiose zwischen Taxiverkehr und Linienverkehr. Und wir wissen aus Monschau, dass das sehr erfolgreich sein kann. Die Probephase läuft nun bis zum 6. Februar. Alle Testfahrer können sich per E-Mail über netliner@asiak.de registrieren und dann kostenlos das Angebot nutzen. Die genauen Fahrzeiten, Haltepunkte und Preise nach der Testphase können über die ASIAC-Homepage jetzt schon nachgelesen werden.